So, und da sind wir auch wieder zurück im Studio. Ja, was war das für ein Rennen? Der Mount Panorama Circuit lässt hier wirklich nie aus. Wieder ein richtig cooles Rennen gewesen. Spannende Duelle und wie gewohnt, muss man eigentlich schon wirklich sagen, am Mount Panorama Circuit leider Gottes natürlich auch ein paar Dreher und Einschläge. Aber da muss man einfach durch, das gehört ganz normal dazu hier am Circuit. Und was macht eigentlich Nvidia Broadcaster mit meinen Kopfhörern? Die sind ja einfach irgendwie weg. Außerdem bin ich durchsichtig. Auch gut zu gut zu wissen, dass man da durchsichtig ist. Ah, Niklas, du bist es. Au, musst das 5 Liter einsparen. Bitter, bitter. Ja, sonst wär's da noch richtig spannend. Ich meine, war so auch richtig spannend um P3. Aber kommt dadurch, wenn Keyboard Lord schon da ist, kommt dadurch der geringe Topspeed auf der Geraden, weil du Sprit sparen musstest, weil du bist ja dann nicht wirklich rangekommen am BMW. Oder ist der BMW einfach wirklich so schnell? P7, I'll take that. Matt Hunt, ja. Good race from you. I think you improved by one position, is this right? To your qualifying, so yeah. I think that's okay. Yeah, and no drama. That's the most important thing here in Bathurst at the Mount Panorama Circuit. Clean all the way, yeah. What do you want more? That's the most important thing here in Bathurst, as I said, and yeah, when you keep your car clean from any incidents, any crashes, then you will, yeah, stay in the top 10, as you see. Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Mr. Tiltlord, hallo, hallo. Schön, dass du vorbeischaust und etwas. Genau, sehr gut. Pro Series. Strafen sind auch wieder da. Perfekt, perfekt. Ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir mal rein in die Resultate. Einen Moment noch. Einen Moment noch. Und ja, dann gehen wir rein in die Resultate. Sollten eigentlich schon da sein, bevor es eigentlich auch schon gleich wieder losgeht. Also keine. Keine Zeit hier für irgendwas. Hier haben wir jetzt nochmal die Resultate. Ich muss sowieso alles nochmal neu starten zur Sicherheit. Also hier nochmal die Positionen 1 bis 24. Stelle ich nochmal alles ein, damit das auch alles passt für die Pro Series. Letztes Mal gab es ja ein paar Problemchen, die habe ich dieses Mal hoffentlich nicht. Zumindest, wie gesagt, das ist meine Hoffnung. Einer muss ja auch ein bisschen aufpassen. Auf den Chat oder auf mich? Das ist jetzt die große Frage. Wen du da meinst. Sag mal beides, Jeb. Na dann. Dann machen wir das so perfekt. Was will man denn mehr?
So, die GT3-Serie geht gleich los. Oder ich glaube, die Server sollten schon gleich da sein. Einen Moment. Und dann gehen wir gleich rüber. Ohne viel Rumgeschweife. Blick Nummer 1, da ist es ja schon. Perfekt, 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 perfekt. Noch kurz lasse ich es hier durchlaufen. Wir haben sowieso wie gewohnt hier für die Pro Series etwas mehr Zeit. Das Freitraining ist ja etwas länger. Die Fahrer dürfen auch rausfahren. Und ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns wieder ein bisschen, naja, Renn-Action jetzt noch nicht, aber ein bisschen Trainings-Action zumindest einmal an. Und gehen wir rein in die Case King Pro Series. Sind wir auch schon auf der Strecke am Suzuka International Racing Course Pro Series. Wie gesagt, steht hier heute am Programm. Und ja, Freitraining geht hier noch 8 Minuten. Deshalb, ja, hätte ich gesagt, schauen wir schnell mal auch rein in die Streckenvorstellung, um uns da ein bisschen was anzusehen hier von Suzuka. Ist wahrscheinlich eh ein Begriff. 5,8 Kilometer lang ist sie. Die Strecke, 18 Kurven erwarten uns. Und die erste Kurve, ja, ist recht unspektakulär, was den Namen zumindest betrifft. First Corner wird sie genannt, aber alles andere als uninteressant. Doppelrechts ist das. Zuerst geht's schnell rein und dann anbremsen in Kurve 2. Dann die S-Kurven. Wunderbare Kurvenkombinationen hier den Berg rauf. Zur Dunlop-Kurve, das ist die letzte sozusagen der S-Kurven. Geht's kurz geradeaus und dann Richtung Degner 1 und Degner 2, Kurven 8 und 9, Degner 1 noch ziemlich flott. Heißt nur ganz kurz anbremsen, Degner 2 schon etwas langsamer. Richtung Herpin wird dann noch einmal stärker abgebremst durch die 200R, die nicht ganz so berühmt ist, sage ich, wie die 130R. Die geht voll nämlich. Dann Spoon-Kurve, auch nochmal richtig interessant, doppel links, 130R, extrem schnelle Linkskurve und dann durch die Casio-Triangle. Rechts-Links-Kombination, Rechts-Links-Schikane und dann rausbeschleunigen durch die letzte Kurve, Last Curve genannt. Da gibt es eigentlich normalerweise auch keine Schwierigkeiten, außer es regnet, dann kann die recht tricky werden, diese letzte Kurve, aber ansonsten keine weiteren Probleme. Und dann gehen wir wieder rein ins Training. Grantas Karezkas haben wir hier, den Sieger des letzten Rennens. Und ja, da können wir vielleicht auch mal kurz reinschauen in die Standings. Ja, da werden sie angezeigt. Grantas Karezkas, also der Sieger des letzten Rennens. Andrei Miklea hier auf der 2. Niklas Huben auf der 3. Adam Spansky, 4. Luke Whitehead, 5. Das ist die Top 5. Die restlichen Fahrer sind hier auch einmal eingeblendet in. Ja, wenigen Minuten geht's dann aus dem freien Training raus ins Qualifying. Das wird auch eine ganz interessante Geschichte und ja, da werden wir wie gewohnt sehen, dass da alle gleichzeitig raus wollen. So, das sind mal die ersten 30. Und damit hätte ich gesagt, schauen wir mal auch zu einem fahrenden Auto. Hier Grantas Karezkas zu sehen, ist zwar schön und gut, aber wir können ja mal hier zum Beispiel hinschauen. Zu Marek Schintz. Hier im Mercedes unterwegs. Oder zu Sascha Wasner, der direkt dahinter folgt. Und was ist da los? Die Teamname wird mir hier wieder mal nicht angezeigt.
Obwohl ich ACC TV neu gestartet habe. Einen Moment, ich mache das Ganze noch einmal. Dann sollte es ja hoffentlich funktionieren. Das ist immer mal wieder interessant, dass da die Teamnamen teilweise stehen und teilweise nicht. Ich weiß nicht, an was das genau liegt. Aber egal, von den meisten wissen es wir ja sowieso. Sascha Wasner eben hier bei Low Fuel Motorsport natürlich unterwegs. Streamt das Ganze natürlich auch aus seiner Sicht. Derzeit 6. Position, 200517. Schnellste Zeit. Ah, jetzt wird es angezeigt. Jetzt steht Low Fuel Motorsport. Das hat wohl etwas gedauert. Ja, jetzt sollte, glaube ich, alles passen. Schön, schön. Musste sich da wohl nur kurz einmal aktualisieren. Aidan Walsingham haben wir hier. Von Viz Carroll Esports. Hier auf Position 11 derzeit unterwegs. Schauen wir mal, ist es eine Zeit unter 2 Minuten? Nein, ganz knapp geht es hier nicht aus. 200.587 für ihn. Aber wie wir wissen, wird das wieder eine ganz, ganz enge Angelegenheit hier im Qualifying werden. Abstände, ja, hier zwischen Ida Walsingham und Jaroslav Hontek zum Beispiel wieder genau nicht gegeben. Auf die tausendstel Sekunde, genau, sind sie die gleiche Zeit gefahren. Hatten wir ja auch schon im letzten Rennen zwischen Kantas Karetskas und ja, wer war denn das? Ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf. Aber ja, soll nicht weiter schlimm sein. Auf jeden Fall sind sie die gleiche Zeit gefahren im Qualifying. Hätten beide sich dann natürlich die Pole Position ja, verdient, aber es ist derjenige vorne oder ja, vorgereiht, der zuerst die Zeit gesetzt hat und das war in diesem Falle Grantas Karetskas im letzten Rennen. Ja, wir haben auch wieder Paddy mit an Bord, dieses Mal nicht vollständig rechts oben zu sehen, sondern nur dann eben für die interessanten Replays. Schauen wir mal, wie das funktioniert und ob das soweit vor allem auch funktioniert. Und dann wird das eine richtig, richtig tolle Sache werden heute, glaube ich. Was steht uns bevor? Wie gewohnt bei der Case King Pro Series ein 15 Minuten Qualifying und dann ein 60 Minuten langes Training. Also keine 90 Minuten. Das erste 90 Minuten Rennen, das haben wir dann nächste Woche in Laguna Seca. Auch eine sehr anspruchsvolle Strecke, vor allem wegen den nicht vorhandenen Asphaltauslaufzonen. Rechts und links neben der Strecke nur Kies, aber auch Suzuka. Deshalb finde ich persönlich zumindest eine sehr coole Strecke, weil wir da einfach ja fast keine Asphaltauslaufzonen haben. Wir haben in Kurven 1 und 2 welche und dann in der Sprungkurve, beziehungsweise bei der 130er auch noch. Ansonsten, wie wir hier sehen können, Wiese, wohin, oder Kies zumindest, Wiese und Kies, wohin das Auge reicht. Und so, finde ich, sollten Rennstrecken auch aussehen. Währenddessen wir hier die erste 59er Zeit gesehen haben, 1:59.997. Strecke ist aber noch auf grün, also da werden wir deutlich bessere Zeiten sehen. Jetzt muss ich noch schauen, warum ist sie auf grün? Ja, Regenwahrscheinlichkeit ist vorhanden, aber jetzt nicht unbedingt wirklich groß. Vor allem die Bewölkung, die lässt hier zu wünschen übrig. Da haben wir eindeutig noch höhere Wahrscheinlichkeiten, dass es regnet hier im Laufe der Saison. Aber es ist nicht ganz ausgeschlossen. Ja, Training gleich vorbei und
dann werden wir sie gleich rausstürmen sehen hier aus der Box. Kantas Karezkas ist ja wieder mit dabei. Wen haben wir noch? Nummer 2 habe ich, glaube ich, gesehen. Ist Marco Bischoff. Genau, George Boothby mit der Nummer 3. Auch mit am Start. Also auch wieder Jaroslav Honzig. Also, ja. Die Creme de la Creme wieder mit dabei. Was mich auch freut. Persönlich freut. Michael Bierheim. Hier am Steuer. Den habe ich schon teilweise in anderen Ligen kommentieren dürfen, war da immer sehr, sehr flott unterwegs. Und mal schauen, was er hier heute in der Pro Series zeigt. Hat eine Zeit lang, glaube ich, gar nichts gefahren, jetzt wieder mit am Steuer und ja, vorgefahren in Split Nummer 1. Schauen wir, was er hier heute zeigt. Aber auch hier wieder ein bunt gemischtes Feld, was die Nationalitäten betrifft. Full Pace Racing mit Gary Huang. Hier der Chinese am Start mit dem schwarzen Porsche. Hier nicht ganz so gut zu erkennen. Da mit dem schwarzen Porsche und der Nummer 26 am Steuer. Also auch wieder rund um die Welt. Alle mit dabei. Schön, schön zu sehen. Zunix, der aller Echte, hallo, ja, Name ist Programm, würde ich sagen. Wir sind hier bei Low Fuel Motorsport unterwegs und die Fahrer, die gehen, wie ich schon sagte, alle gleichzeitig raus. Also das wird hier vor der Casio Triangle wieder eine enge Geschichte werden. Wer ist der Erste? Das ist Kantas Karezkas, ja. Der Führende in der Meisterschaft, derjenige, der auch mit der Nummer 1, also dem höchsten Elo unterwegs ist. Der fährt hier mal vorne weg und ich Achso, ja, Blödsinn. Ich wollte eigentlich gerade Ausrufezeichen LFM in den Chat machen, aber ich glaube, die Commands funktionieren noch nicht. Also machen wir es so. Da gibt es den Link zur Liga. Falls wer noch nicht dabei sein sollte, werden jeden Tag ja mehr und mehr. Das ist komplett irre, was da abgeht. Ich glaube, da jeden Tag so um die 100 Nutzer mehr. Wahnsinn. Aber ist cool zu sehen, dass da noch immer mehr Leute herfinden hier zu Low Fuel Motorsport und ja, nicht unbedingt immer bei der Pro Series mit dabei sind, aber auch bei vielen anderen Rennen, die angeboten werden. R-Factor 2 hat das natürlich auch nochmal einen Aufschwung gegeben, aber jetzt volle Konzentration, rein ins Qualifying, erste Runde, erste fliegende Runde hier bei Kantas Karezkas und wir bleiben hier drauf in der Helmkamera hier in dieser ersten fliegenden Runde für den Führenden der Meisterschaft. Kurve 1 und 2 hat er hier mal wirklich gut hinter sich gebracht, jetzt geht's die SS rauf hier. Alles im dritten Gang, hier nochmal der langsamste Teil der SS. Schauen wichtig, hier rechts zu bleiben, um dann so viel Schwung wie möglich durch die Dunlop-Kurve mitzunehmen. Den kleinen Berg noch rauf, bevor es hingeht zu den beiden Degner-Kurven. Wie gesagt, Kurve 1 richtig schnell. Uiuiui. Da hat er auch einen richtig heiklen Moment. Hier durch Degner 1 hat das aber richtig gut korrigiert. Viel Pace, viel Zeit dürfte das nicht gekostet haben, da die Airpin auch ganz schwierig zu fahren, nicht zu aggressiv aufs Gas steigen ist hier auch wichtig, sonst musst du die Traktionskontrolle einsetzen oder du hast einen Gewehrsteher, was natürlich auch noch einmal
ja einiges an Zeit kostet. Sprungkurve auch nochmal richtig, richtig cool. Da bekommt man sehr, sehr leicht untersteuern, zumindest zu Beginn dieses zweiten Teils der Sprungkurve, bevor man dann am Kurvenausgang eher wieder übersteuern bekommt. Also nicht easy zu fahren, 130R. Ganz leicht lupft er hier. Da wäre noch ein bisschen mehr drinnen gewesen, ein bisschen mehr lupfen. Man, wer bin ich, dass ich ihm da irgendwelche Tipps gebe, aber ich glaube, das hat man gesehen. Vor der Kurve ein bisschen mehr lupfen und dann durch die Kurve schlussendlich mehr Speed mitnehmen. Das ist da auf jeden Fall noch die Möglichkeit, aber trotzdem ist es schon mal eine gute Zeit, 1:58.930, aber Marek Schinz hier, die Nummer 19. Der Deutsche hier im Mercedes AMG GT3 mit der vorläufig schnellsten Zeit, 13 Sekunden schneller gewesen als Grantas Karetskas. 13 Sekunden, die hat er hier in der 130R, würde ich meinen, nicht verloren. Boris, hallo, auch mit am Start. Ja, rein geht's in die Pro Series. Eigentlich wollte er Zappe übernehmen, denn gibt's, wenn ich richtig informiert bin, gibt's ja auch noch da die ein oder andere Auslosung, die Zappe dann wohl nächste Woche machen wird. Zappe hat aber diese Woche ziemlich viel um die Ohren, deshalb heute wieder ich mit am Start. Aber wie gesagt, ich nehme stark an, nächste Woche wird dann Zappi das Ganze übernehmen mit einer kleinen Auslosung von der letzten Saison von Season 9. Noch davor, vor der GT4 Serie. So, Marek Schinz, der kann sich nochmal verbessern und Marco Bischoff heute auch wieder weiter vorne mit dabei. Letzte Woche hat der Porsche, glaube ich, einfach nicht ganz so gut auf der Strecke in Imola funktioniert. Hier in Suzuka dürfte sich der Porsche, aber wohl auch Marco Bischoff, deutlich wohler fühlen. Und ist hier wieder auf jeden Fall vorne mit am Start. Und Marcel Tamo hier von Yid Esports auch noch vorne mit dabei. Dritte Startposition vorläufig für ihn. Grantas Karetskas nur auf der 4, kann sich jetzt aber verbessern, aber nicht gut genug ist die Rundenzeit für die Pole Position, denn Marek Schinz kann hier auch wieder kontern, ist ja leicht schneller mit der 58.620, aber aufgepasst auf Marco Bischoff, 0,2 Sekunden im Delta ist er hier vorne und das könnte sich somit ausgehen und wir sehen schon wieder, wie eng das Ganze beisammen ist. Wir haben hier mehr als 20 Fahrer innerhalb einer Sekunde und das Ganze ist noch nicht vorbei. Marcel Tamo mit der besten Runde hier. Jetzt einmal 1:58.617, 0,003 Sekunden vor Marek Schinz und Josh Boothby kommt da hinterher. 1:58.557 im Ferrari von Veloce Esports hat er sich jetzt hier mal durchgesetzt. Was ist mit Marco Bischoff? Der hat ein bisschen was an Zeit liegen lassen. Ja, da geht's wohl nicht nach vorne. Zeitenverbesserung ist drin. Ja, schafft er auch. Aber weiter nach vorne geht's hier mal nicht. Siebte Position für ihn. Wer noch stark unterwegs ist, ist Konstantin Soldatov. Aber der stellt das Auto ab. Ich glaube, da war er ein bisschen zu weit draußen. Deshalb schauen wir mal. Eine Position weiter nach hinten zum Race Esports Team. Mathis Leithau hier, der Franzose. Mit 0,3 Sekunden im Delta vorne könnte hier auch in den 58er Bereich nach vorne kommen. Und somit ja in Richtung Position 12-13 schielen. Wenn sich das hier noch ausgeht, ja, anbremsen war gut. 0,4 sogar jetzt vorne. Schauen wir mal, wie war der Kurvenausgang. Da dürfte er nicht mehr allzu viel verlieren. Da geht's gut nach vorne für Mathis Leithau von 21. Vor auf die 8. Top 10 Ergebnis sogar vorläufig für ihn. Und dann bremst er. Uiuiui, aufgepasst. Da gleich einmal ab.
Und da ist gerade jemand aus der Box rausgekommen, also nicht ganz günstig gelöst. Aber ich glaube, ohne gröberen Schnitzer und Niklas Huben hier aus dem Nichts, der Unicorns Off-Lauffahrer mit der Nummer 14, 1,58, 547 und damit 10.000stel Sekunden vor George Boothby gelandet. Tinko van der Velde hier auch drauf und dran im Ferrari. Hier von Haimo Setups nach vorne zu kommen. Und ja, dritte Position ist es. Bisschen was hat er hier am Kurvenausgang. Der Casio Triangel noch verloren. Da ist auf jeden Fall noch was im Köcher. Gary Huang, eben Porsche zuvor angesprochen, jetzt mit einer guten Zeitenverbesserung zumindest und positionstechnisch geht's auch gut nach vorne. Position 13 hier für den Chinesen. Noeda nur auf der 39 und somit auch letzten Startposition derzeit unterwegs. Der Carcrema Racing eSports Pilot natürlich eben Porsche, aber die Zeit, die wir da auf jeden Fall verbessern wollen. Jetzt schaue ich gerade an. Der ist gerade auf seiner Schnellrunde. Bleiben wir hier drauf bei Noah und schauen uns an, was er hier zustande bringt im Qualifying. Normalerweise auch einer, der sehr schnell unterwegs sein kann. Oh, da geht's drüber. Über die Curbs der Degner-Kurve. Minuten haben wir im Qualifying noch. Also noch genug Zeit hier eine angemessene Zeit für einen selbst hier in den Asphalt zu brennen. Denn ein Robbie Stapleford oder auch ein Noeda, die werden hier mit den bisherigen Zeiten alles andere als zufrieden sein. Wahnsinn. Wir haben über 30 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Also, boah, das ist schon wieder komplett irre. Ähnlich schon wie in Imola. Und ja, auch in der letzten Saison ist das Feld so, so eng beisammen. Da entscheiden wirklich Tausendstel Sekunden, ob du hier, ja, zwei, drei Positionen weiter vorne stehst oder weiter hinten. So, jetzt dürfen wir gespannt sein auf die Runde von Noeda. Was wird das? Eine 1, sag ich mal, 1,58er Zeit wahrscheinlich. Es ist eine 1,58, 987. Habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, ist sich aber ausgegangen mit der 58er. Und damit Startposition 16 hier für Noah. Sascha Wasner auch nochmal auf einer Verbesserung. Eine Zehntelsekunde hat er hier im Delta, der Mercedes-Pilot von Low Fuel Motorsport. Ja, die Zehntelsekunde, die bringt er da über die Zeit derzeit zumindest einmal. Und wir schauen aber zu George Boothby. Kurvenausgang hat nicht ganz gepasst. Schauen wir aber trotzdem einmal, ob es sich ausgeht für Niklas Huben. Yes, geht sich aus. 500stel ist er im Delta vorne. Aber da geht's zur Sache. Kantas Karetzka so aggressiv geht er hier durch die Casio-Triangel durch. Bisschen zu aggressiv. Er kann seine Zeit wohl verbessern, reicht aber nicht für die Führung. Ja, zweite Startreihe ist es jetzt einmal. Dritte Startposition hier für Grantas Karetzkas und Marcel Tamo und auch Marek Schinz. Die wollen es nochmal wissen. Marek Schinz vielleicht mit der Möglichkeit hier George Boothby anzugreifen und es geht sich aus. Und wie? 0,2 Sekunden fast vor George Boothby jetzt hier unterwegs. Was für eine Rundenzeit. Huhu. Ja, da müssten die anderen nochmal nachziehen. 0,2 Sekunden bei diesem engen Feld. Das ist eine Ansage. Auch Marcel Tamo jetzt gut unterwegs. Sascha Wasner hat seine Zeit, ja, verbessern können. Ist jetzt in den Top 10 gelandet und auch diese Runde scheint nochmal richtig flott zu sein. 0,2 Sekunden hat er da gefunden im ersten Sektor. Aber wir bleiben jetzt einmal drauf bei Marcel Tamo. Hier geht es auch nach vorne mit Sicherheit, nur wie weit nach vorne ist die Frage.
für den JD-Sports-Piloten. Es reicht, jawohl, für die erste Startreihe. Starke Runde hier von Marcel Tamo. Eine Zehntelsekunde hinter Marek Schinz, der hier noch immer richtig. Ja, da bin ich etwas verblüfft von dieser Runde. Die war mega, glaube ich. Wobei, ja, er hat da wieder was gefunden. In dieser Runde eine Zehntel, ja, jetzt noch immer zwei auf Bestzeit. Kurs unterwegs, aber nicht mehr ganz so schnell. Nils Steinbrenner, ebenfalls sehr schnell unterwegs hier im BMW von Low Fuel Motorsport. Sascha Wasner ist wieder ein bisschen verdrängt worden auf Position Nummer 13 mittlerweile jetzt, denn wir haben Konstantin Soldat, auf der sich verbessert hat, und George Boothby, den habe ich jetzt gar nicht am Schirm gehabt, hier mit einer neuen Bestzeit, 1,58, 2,85, 17 Tausendstel Sekunden vor Marek Schinz, der hier ja noch einen letzten Run versucht, hat jetzt ein bisschen Abstand gelassen zu den Fahrern vor ihm und jetzt geht's wieder zur Sache. George Boothby, der ist ja mit seinem Qualifying zufrieden, oder hat er nicht mehr genug Sprit oder hat er einen Fehler drinnen gehabt. Auf jeden Fall hat er sich zurückgesetzt und somit ist seine Zeit einmal in Stein gemeißelt. Niklas Hubens Zeit, ja, zählt hier auch nicht. Da geht's auch noch ein allerletztes Mal hier auf dem Suzuka International Racing Course für ihn um die Wurst. Cheat Hutchinson hier im Lambo von Charlie's Esports. Drauf und dran, auch seine Zeit hier zu verbessern. Ja. Top 5 vielleicht hier möglich. Ja, nicht ganz. Achte Startposition ist es hier mal vorläufig. Aber da gibt es noch einige, die was dagegen haben. Gary Huang, ach puh, starke Zeit. Schauen wir aber nach vorne. André Miclea in Imola noch richtig, richtig stark unterwegs gewesen. West Competition Racing jetzt einmal nur auf der 20. Und auch diese Runde wird hier wohl keine Verbesserung bringen. Genauso ist es. Und damit bleibt sie hier bei der 20. Position für den Zweitplatzierten aus Imola. Und da sehen wir schon, wie eng der Sieg und Niederlage beieinander ist. Gary Huang! Ui! 40 Tausendstel Sekunden. Nur sein Rückstand auf George Boothby hier in der letzten Runde. Hoho, da wollte das noch einmal wissen. Und wer es auch wissen will, das ist Marek Schinz. Der will sich hier wirklich noch die Pole Position holen. Drauf und dran wäre er. Durch die 130R geht es hier noch durch. Und jetzt noch die beiden Kurven gut erwischen. Er braucht nur 17.000stel. Mehr braucht er nicht. Jetzt noch einen guten Kurvenausgang. Hat nicht schlecht ausgesehen, ob es schnell war. Oh, das wird eng. Das wird richtig eng. Und Marek Schinz wird sich wohl nicht verbessern können. 1,58. Oh, 3,40 ist es geworden. Und damit George Boothby wohl auf der Pole Position. Niklas Huben. Nochmal, Zeitenverbesserung von der 10 geht's vor auf die 5 für Niklas Huben. Und damit, ja, war es das mit dem Qualifying. Uiuiui, da ist es wieder richtig zur Sache gegangen. Wir haben hier 6 Fahrer innerhalb von einer Zehntelsekunde. Nils Steinbrenner, auch Wahnsinnsrunde, die er da noch gefahren ist. Also, puh, wenn das im Rennen auch so eng beisammen sein wird, Halleluja, dann wird das richtig, richtig spannend. Also, ich bin jedes Mal verblüfft. Das ist Wahnsinn, was die da in den Asphalt brennen. Was für Rundenzeiten. Erstens. Und dann, wie eng dieses ganze Feld noch beisammen ist. Krank. Krank, krank, krank. Ja, und dann hätte ich gesagt, schon langsam, aber sicher, können wir auch in die Startaufstellung schauen, schätze ich. Warten wir noch ein bisschen ab, bevor wir hier natürlich mit George Boothby anfangen. Marinchen, hallo,
Wunderschönen guten Abend. Schön, dass du vorbeischaust. Ja, und Gallia, der packt hier schon die Startampel aus. Wunderschönen guten Abend auch dir. Hallo, hallo. Granaten, uiuiui, jetzt kommt alle von LFM kommen sie jetzt her und schauen sich hier den Start an, so hat es den Anschein. Wunderschönen Abend auch dir natürlich. Und ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir mal rein. Schauen wir hier mal rein in die Startaufstellung. Ich denke, die sollte mittlerweile da sein. So, und da ist sie auch. Also die Pole Position von für Veloce Esports. George Boothby, Marek Schintz. Hier mit der Nummer 19 im Mercedes AMG. Dann Gary Huang, der ja aus dem Nichts so ein bisschen hier eine Mega-Zeit gesetzt hat für die dritte Startposition. Dann den nächsten Veloce Esports Piloten. Die Nummer 1, der Meisterschaftsführende nach dem ersten Rennen, Grantas Kerezkas. Auf der fünften Startposition hat er normalerweise nicht eine Livery. Niklas Huben. Ja, weiß ich jetzt nicht. Nils Steinbrenner, Low Fuel Motorsport, auf Startposition Nummer 6, auch richtig starkes Qualifying. Marco Bischoff, dann Kakrema Racing Esports, auf der 7, auf Startposition Nummer 8, Yeet Esports, Marcel Tamo mit der Nummer 9. Mit der Nummer 21 haben wir dann Tinko van der Velde mit der 9. Ja, Startposition und die Top 10. Die komplettiert Cheat Hutchinson, der Kanadier von Charlie's Esports, der auch wirklich immer eigentlich vorne mit dabei ist. Konrad Wislocki hier auf Startposition 11, auf der 12. Angel Inostrosa, Yas Heat Esports, auf der 13. Startposition, hoffentlich bringt ihm die kein Unglück. Sascha Wasner von Low Fuel Motorsport, dann haben wir auf Startposition Nummer 14 Mathis Latao von Race Esports Team. Auf der 15. Startposition, die Nummer 17, Aidan Walsingham von Whiz Carroll Esports. Auf der 16 dann Alvin Monson, glaube ich, müsste man das dann aussprechen. Nearly on pace, ja, der war on pace, nicht nearly. Konstantin Soldatov, dann von Hello YouTube auf Startposition 17. Auf der 18 die Nummer 11 von Team Shizu GT Omega, Mattia De Campo, dann den Finnen auf der 19, den fliegenden Finnen, Timo Kapinen, Griffix Engineering, Samir Foch hier mit der Nummer 8 von Yassi Esports auf der 20, dann der Zweitplatzierte vom letzten Rennen, André Miclea, West Competition Racing auf Startposition 21, auf der 22 die Nummer 4, Jaroslav Honzig im Porsche, Markus Makasing, hier vom Aura-Team auf der 23, auf der 24, Robin Schäfer, was ist da los? Falsche Livery, oder was ist hier passiert? Lukas Schneckenburger, Spaghetti Racing auf der 25, weiter geht's, 26, Sean Tempest, Couch Potato Racing, dann auf der 27. Startposition, ganz in Orange, Michael Birkheim von der Schwarzbierbude auf der 28. Dann für Kakrema Racing Esports Noah Ehler unterwegs. Auf der 29. Startposition Axel Ramonet, der BF Racing Fahrer hier im Aston Martin. Im Lamborghini Valentin Barré von Yas Esports auf der 30. Auf der 31. Dann die Nummer 23. Jan Drexler von Skidmark Racing mit der Nummer 37 auf der 32. Startposition für Hello YouTube am Steuer. Boris Garifulin auf der 33. Startposition. Paul Lobmeier vom Babo Performance auf der 34.
Matija Max, der Kroate hier mit der 38 im Mercedes. Dann für Yeet Esports unterwegs, Erik Konrad auf der 35 mit der Nummer 35. Also das passt ja perfekt. Nico Penanen, der zweite Finne hier mit der 34 auf der 36. Startposition. Dicht dahinter auf der 37 Pascal Gierig, der Schweizer mit der 39 im Ferrari. Auf der 38 mit der Nummer 10 Maxim Komaschuk, der Italiener. Und dann auf der 39. Startposition für G2 Esports Robbie Stapleford. Ui, da werden Moderatorenrechte verliehen, wie es nur so geht. Eieiei, was ist denn hier los? So, aber jetzt volle Konzentration. Er bedankt sich für den Sub. Gibt's schon Subs? Ist der Affiliate-Status erreicht bei Low Fuel Motorsport? Das ist ja cool. Danke, Grotonas, für den Shoutout. Oder Shoutout eigentlich. Besser gesagt. Aber jetzt volle Konzentration. Galdio zeigt schon an. Die Ampeln springen auf Rot oder sind derzeit noch auf Rot und springen gleich auf Grün. Tod und Verderben. So. Das Mini-Mode muss ich mir merken. Für, falls ich irgendwann mal wieder Rallye fahre. Das passt da, glaube ich, ziemlich gut. Aber ganz egal, jetzt wieder volle Konzentration auf den Start ins Rennen. Links haben wir George Boothby, rechts den Mercedes von Marek Schinz. Und dann sind es nur noch wenige Sekunden, bis die Ampel auf grün geht und es geht los. Green, 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 let's go racing. Und George Boothby kommt ganz gut weg, aber Marek Schinz, der will sich hier außen wohl durchsetzen. Außenrum probiert das. Uiuiui, da gibt es gleich einmal leichten Kontakt hier in Kurve 1 rein, außen. Uiuiui, Grantas Kretzkas kann auch schon mal zwei Positionen jetzt gut machen. Und damit eine Veloce Esports Doppelführung hier rein. Das erste Mal durch die SS. Marek Schinz eine Position verloren. Ja, da war ein bisschen Wheelbanging oder Karosserie-Banging in diesem Falle mit dabei. Ansonsten hat sich wenig getan. Tico van der Velde geht hier noch an Marcel Tamo vorbei oder auch nicht. Marcel Tamo innen jetzt hier durch die Dunlop-Kurve durch. Richtung Degner müssen sie sich einig werden. Da geht sich normalerweise nur ein Auto aus. Nein, die sind sich nicht ganz einig. Marcel Tamo geht ganz weit. Auch Tico van der Velde muss da aufpassen. Und dahinter Aidan Walsingham gegen Sascha Wasner. Sascha Wasner hätte hier jetzt die bessere Position rein in die Herpin. Innen und da ist auch noch Mathis Letao, der hier auch vorbei will, schafft sie aber nicht. Einer Walsingham muss sich aber gegen Sascha Wasner hier mal geschlagen geben, der jetzt hier auf der zweiten Position unterwegs ist und Gantas Karetzkas mit wirklich einem phänomenalen Start von Position 1. Von Position 4, Blödsinn, geht's auf die 2 so gesehen. Ja, kommt schon. Alles mit der Ruhe. Aufs Stichwort kommt er. Und da wird Marek Schinz wieder attackiert von Gary Huang hier im Porsche. Aber aufgepasst, Marek Schinz da auf der Geraden vielleicht im besseren Fahrzeug. Gegenüber Grantas Karetzkas. Gehen wir mal rein in die... Ja, jetzt hat er doch wieder am Kurvenausgang einiges verloren. Das wird sich nicht ganz ausgehen. Robin Schäfer und Mattia De Campo, die waren sich da wohl nicht ganz einig. Aufgepasst, hier Mattia De Campo aus dem Windschatten raus. Außen herum probiert das. Wie Kimi Räikkönen vielleicht damals in der Formel 1. Robin Schäfer muss sich da gleich gegen zwei wehren. Außen herum, noch immer außen ist Mattia De Campo. Ui, schönes Duell da in die Kurven 1 und 2 rein, jetzt durch die SS, ja, da gibt Robin Schäfer nach und damit Matej De Campo, wie schon erwähnt, so ein bisschen im Räikkönen-Style geht er hier an Robin Schäfer vorbei auf Position Nummer 19. Und vorne, ja, da sind sie sich noch immer nicht ganz einig. Die Steinbrenner
für die Low Fuel Motorsport Fans. Noch immer auf Position 6 und ja, Delta hat es gerade auch geschrieben. Sascha, der hat hier zwei Positionen gut machen können. Jetzt ist er hier auf Position 11 unterwegs. Die Top 10, alles andere als weit weg. Aber das waren sie zeitentechnisch im Qualifying sowieso nicht. Also da kann auch die 20. Position, also der auf Position 20 unterwegs ist, ja zufällig gerade Robin Schäfer, der kann da auch noch um die Top 10 mitkämpfen. Aber wenn die Abstände natürlich so eng beisammen sind, dann wird es auch schwierig, wenn man mal einen Abstand hat, den auch wieder zuzufahren. Das wird dann auch interessant in Hinsicht in Richtung Boxenstopp. So, dass ich es rauskriege. Pitwindow, wie gewohnt, 20 Minuten offen. Nachtanken muss man, Reifenwechsel ist optional. Eieiei, was tut sich da vorne? Gary Huang hier im Zweikampf mit Cheat Hutchinson. Da ist was passiert, mit Nicholas Hoben offensichtlich auch. Oh, wer springt da herum? Marcel Tamo war das gerade. Oh, und zu dritt jetzt nebeneinander rein in Richtung Kurve 1. Uiuiui, normalerweise der in der Mitte hat da die schlechtesten Optionen. Marcel Tamo, rauf geht's in Richtung Position 7, da geht er aber weit. Da lässt er Tür und Tor offen für Marco Bischoff. Der geht hier vorbei an Marcel Tamo vor auf die 7. Und ich denke, das was bei Gary Huang passiert ist, das können wir uns dann im Replay bald einmal anschauen. Nils Steinbrenner auf Position 4 vorgefahren und drauf und dran hier Marek Schinz zu attackieren fürs Podium. Aber aufgepasst, Cheat Hutchinson sind auch schon ganz knapp dran hier, 0,3 Sekunden nur noch hinter Nils Steinbrenner unterwegs. Marco Bischoff, ja, auf der 7, auch knapp dran, an Niklas Hoben hier. Und Mathis Leitao hier gegen Ida Walsingham, um Position 12 geht es hier, Ida Walsingham ein bisschen weit gegangen hier, in der Spunkurve, da kommt es auch nochmal zum Kontakt und verliert eine Position, aber aufgepasst, Konstantin Soldatov, glaube ich, kommt hier auch ganz gut aus der Kurve raus, da gibt es auch mal gleich die Lichthupe, aber ich glaube, die gilt eher Mathis Leitao. Aber ja, das hat Mathis da ganz gut gemacht. Ich glaube, da war der Fehler bei Walsingham, der einfach zu weit gegangen ist hier in der Sprungkurve. Und was ist hier los? Marcel Tamo, der hat sich hier vertan. Dann schauen wir mal sofort ins Replay mit rein, was hier passiert ist. Den hat es da irgendwie erwischt und da geht es noch eine weitere Position zurück auf die 10. Der hat sich da einfach vertan. Hat sich hier einfach vertan. Ja, schlägt hier rein. Ich glaube, das Auto der BMW ist da noch halbwegs heil geblieben, aber ja, ist natürlich jetzt hier auf die 10. Position zurückgefallen. Da haben wir ihn jetzt, führt hier ja so eine kleine Gruppe an mit Sascha Wasner, Mathis Leitao, Konstantin Soldatov und Aidan Walsingham. Und dann schauen wir mal direkt rein ins Replay, was da mit Gary passiert ist. Wenn das Replay auch will. Dauert das noch etwas? Was ist da los? Will gerade nicht sehen. Ah, jetzt. Da sehen wir es nochmal. Ein bisschen weit geht er da. Normalerweise. Zuvor hat das ganz gut geklappt. Jetzt spinnt das Replay etwas. Oh, da sehen wir es nochmal. Zu zweit geht's hier um die Wurst.
Ja, kleine Startschwierigkeiten beim Replay, aber ich glaube, das sollte jetzt gut sein. So, Marcel Tamo weiterhin hier auf Position 10. Und Gantas Karezkas, der kann sich hier offenbar absetzen hier von George Boothby. Oh, da gab es irgendwo ein Überholmanöver. Das habe ich leider so auch nicht gesehen. Vielleicht haben wir ein Replay später mal davon. Zwischen Karezkas und George Boothby. Und mir ist auch gerade gesagt worden, die Regie sagt mir gerade ins Ohr, McLaren mit der 5-Sekunden-Strafe. Die Tabellen habe ich hier noch nicht ganz im Blick gehabt, aber gut zu wissen, dass es da schon eine Strafe gibt hier für McLaren. Also für den läuft es ja heute nicht unbedingt. Letztes Mal noch in Imola war es. Auf einer richtig starken zweiten Position gewesen. Jetzt ja, geht es ja wohl noch weiter zurück, weil 5 Sekunden hier in der Pro Series, das können schon ein paar Positionen sein. Aber wir müssen da weiter nach hinten schauen. Wade auch mit einem starken Rennen. Bisher 5 Positionen hat er hier gut machen können und führt hier ja, so ein bisschen eine schöne Gruppe an. Robbie Stapleford haben wir hier auf der 29, der hier Nico Bennonen angreift, reingeht in die Spunkurve, innen bremst er sich rein. Wie weit geht er da? Uiuiui, beide gehen hier dran, zweite Linie. Und da innen kommt leider noch Jan Drexler zum Handkuss. Eieiei, den haben sie leider beide da übersehen. Da wollte er innen reinstechen. Der Platz war auch da, aber der Platz ist ihm dann ja, so ein bisschen genommen worden. Damit geht es wieder weiter nach hinten. Für Jan Drexler zurück auf die 35. Position. Pete Hutchinson da jetzt hier knapp dran, die Steinbrenner kann hier nicht ganz Mark Schinz folgen, der auch richtig starke Rundenzeiten fährt, ist derzeit hier der schnellste im Feld mit 58er Zeiten. Und dann schauen wir gleich einmal ins Replay rein. Dann sehen wir hoffentlich gleich einmal was. Let's go. Na, da haben wir George Boothby noch vor Gantas Karezkas. Was ist hier genau passiert? Oh, George Boothby geht hier die weite Linie. Und ja, da geht Mark Schinz auch noch fast vorbei. War eine enge Geschichte. Aber schönes Überholmanöver hier von Gantas Karezkas. So, und da sind wir wieder hier im Live-Bild. Pete Hutchinson noch immer hier ganz knapp dran an die Steinbrenner. Und dahinter, ja, Gary Huang, der will auch wieder weiter nach vorne, hat oder zeigt hier auch das, oder zeigt hier, dass er nicht nur im Qualifying schnell ist, so, dass ich es rausbringe, sondern hier auch im Rennen, wenn es auch ein paar Positionen zu Beginn nach hinten gegangen ist. 4 Suspension. Ja, die sollten die mal ein bisschen erneuern. So, schauen wir nach vorne. Pete Hutchinson, ja, der muss auch aufpassen. Niklas Hoben hinten. Ja, auch ganz knapp dran. Und Niklas Hoben, ja, jetzt auch mit der schnellsten Rundenzeit gemessen. 1:58.702. Also der will es ja wissen. Ein schöner Dreikampf hier um Position Nummer 4. Marco Bischoff auf Position 7. Ja, ist auch so den Ticken schneller als Nils Steinbrenner, 2 Zehntelsekunden, also das könnte sich da alles langsam aber sicher zusammenschieben, während es hier auch um die Positionen geht. André McLaren gegen Jaroslav Honzig und Albin Monson.
die Nummer 37, jetzt muss ich auch noch kurz schauen, wer das ist, hat... Oh, Boris Garifulin, das steht auch schon in der Box. Hat eine 15 Sekunden Zeitstrafe bekommen, also für Boris läuft's da ganz und gar nicht. Da wird's nicht mehr allzu weit nach vorne gehen, in diesem Rennen. So, Cheat Hutchinson, gehen wir mal rein in die Rückwärtsansicht, die Heckansicht von Nils Steinbrenner hin zu Cheat Hutchinson. Mal schauen, wo er es da probiert. Ja, kommt hier schon ziemlich da ran, hin zu 130R. Da müsste er sich jetzt gut positionieren, vielleicht für die Casio-Triangel. Ja, da ist der Abstand zu groß. Das heißt, jetzt hier durch die Casio-Triangel müsste das gut machen, besser machen zumindest, als Nils Steinbrenner. Und da hinten sehen wir eben auch schon Marco Bischoff und da hat es Konrad Wislocki erwischt. Uff, der Honda, der ist komplett hinüber und da schauen wir direkt rein ins Replay, was ihm da passiert ist. Da haben wir das Replay. Und da geht er weiter und verliert das Auto auf dem AstroTurf. Und ja, da ist einiges jetzt kaputt gegangen. Das war deutlich zu sehen. Ja, so schnell kann es leider Gottes passieren. Aber zurück rein ins Live-Bild, denn da ist auch richtig knapp. Matti De Campo dran an Albin Monson. Zwei Sekunden beträgt hier der Abstand nur und Cheat Hutchinson. Oh, musst aber aufpassen. Gerade noch außen herum gegen Niklas Huben. Und hat da eine weitere Position auch gegen Nils Steinbrenner verloren. Auch hier hätte ich gesagt, gehen wir rein ins Replay. Oh, Niklas Huben mit dem Fehler. Cheat Hutchinson probiert es dann außen herum. Und Marco Bischoff, der Fuchs, der sieht die Lücke innen und geht hier vorbei. Ja, bitter für Cheat Hutchinson, vorhin noch dran gewesen. Anni Steinbrenner, jetzt ein paar Positionen verloren, zurück ging's auf Position Nummer 6. Und da haben wir jetzt Niklas Huben auf Position 5. 1,2 Sekunden beträgt der Abstand hin zu Nils Steinbrenner. Was tut sich vorne? Nicht allzu viel. Gantas Karezkas bleibt eine Sekunde vor George Boothby. Marek Schindt, ja, kann hier auch nicht mehr ganz so stark aufholen, wie das zuvor noch der Fall gewesen ist. Aber ja, die drei, die scheinen sich hier womöglich die Positionen hier am Podium auszumachen. Und Marcel Tamo gegen Gary Huang, der holt sich da den Gary und da auch Wahnsinnsvierergruppe, auch mit Sascha Wasner, Matthias Leitau und Konstantin Soldatov hier um die 9. Position. Schauen wir auch hier wieder sofort rein ins Replay. Ja, aus dem Windschatten raus, innen hat Gary Huang nicht aufgepasst, hat auch nicht abgedeckt. Dann kam es auch nochmal kurz zum Kontakt, aber alles im Fernbereich und Marcel Tamo holt sich hier eben diese 9. Position. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir etwas weiter nach hinten zu Robin Schäfer hier. Auf die 21. Ja, Penonen, der Nächste, der hier eine 15 Sekunden Zeitstrafe bekommt für einen unsafe Rejoin. Das sind alles ganz bittere Strafen. George Boothby, der kommt hier wieder näher ran. Und einen weiteren Review gibt's.
für Jan Drexler. Oh, okay. Da dürften, ist noch nicht fix, ist noch nicht komplett durchgegangen. Aber da scheint die Rekord doch das Ganze anders zu sehen, als ich das gesehen hätte. Ich hätte da die Lücke noch gesehen, die Jan Drexler auch gesehen hat. Aber da ist er doch ein bisschen zu aggressiv wahrscheinlich reingestochen. Ich habe das nur live gesehen. Haben wir da das Replay nicht nochmal ansehen können. Aber er bekommt da eine 10 Sekunden Zeitstrafe. Jan Drexler, der wird somit also noch weiter nach hinten fallen. So, Robin Schäfer. 0,3 Sekunden hinter Timo Karpinen hier unterwegs. Wirklich schöne Gruppe hier. Ab Position 17. 17 ist es. Bis, ja, da geht's nach hinten bis 26 eigentlich. Bis zu Robbie Stepperford. Michael Birchheim da mit Schwierigkeiten. Ausfahrt aus Degner 2. Und Robbie Stepperford holt sich da sofort die Position. Und damit geht's nach vorne. Auf die 25. Delta. Commands funktionieren leider noch nicht und mein Pitbull hat auch Probleme gemacht. Weiß nicht, was da nicht funktioniert hat. Zumindest verbinden habe ich nicht können. Schau kurz nochmal, ob es jetzt vielleicht funktioniert. Einen Moment. Das wäre der Pitbull-Link, aber der funktioniert leider nicht so. Und Robbie Stepperford, da sehr früh in die Box gegangen. Hatte Probleme, das zuvor zu verbinden. Hat mir irgendeinen Fehler leider angezeigt, muss ich mir erst anschauen. Also heute leider keine Pitbull. Nächstes Mal wieder. So, also, da geht der Erste in die Box. Wir schauen nach vorne mal. Kantas Karetskas gegen George Boothby. Nächstes Mal vielleicht auch schon mit Commands, wer weiß. Ja, das Ganze, das wird enger und enger, wie in der ersten Runde hier, zwischen den ersten dreien hier. Und Niklas Huben ist auch jetzt näher rangekommen, Anni Steinbrenner auch schon richtig im Windschatten dran. Aber geht hier nicht vorbei. Da bin ich jetzt auch gespannt. Boxenfenster ist ja schon offen. Was sich die beiden hier, George Boothby und Kantas Karetskas, überlegen. Wer hier wann an die Box geht. Und wann vor allem dann auch Marek Schinz in die Box geht. Probiert er hier irgendwo den Undercut. Das ist dann natürlich die große Frage. Nah genug dran wäre er. Also, jetzt bin ich gespannt, wer geht rein in die Box. Von den ersten dreien pickt keiner ab. Alle bleiben sie noch draußen. Und ich glaube, George Boothby wird auch hier keinen Angriff wagen, obwohl er auf der Geraden natürlich schneller ist. Er kommt näher ran, zeigt sich hier mal. Nein, steckt hier wieder zurück. Gegen den Teamkollegen will man natürlich nicht zu viel riskieren. Währenddessen weiter hinten doch schon ein paar mehr in die Box gehen, um hier vielleicht auch freie Luft zu haben. Und Sascha Wasser, ui, Gary Huang, der verdutzt sich da, oder gab's hier den Kontakt mit Sascha? Wir gehen da sofort rein ins Replay. Oder hat sich Gary da einfach nur selbst rausgedreht? Da sehen wir mal schon wunderbar den Topspeed-Unterschied zwischen Sascha und Gary. Nein, der vertut sich da, findet da glücklicherweise, muss man sagen, die Lücke, um da keinen anderen mit abzuschießen, aber ja, da hat er sich etwas zu sehr vertan.
damit schauen wir jetzt wieder nach vorne. Josh Boothby dran an Grantas Karezkas. Mehr als 20 Minuten sind hier schon wieder vergangen. Ui, da hätte Grantas fast noch George Hirfer übersehen. Aber ist sich gerade noch ausgegangen und damit George Boothby hier wieder auf der ersten Position und Mark Schintz probiert hier gleich mit dem Angriff. Außen herum 130er und da ist der Topspeed-Überschuss des Mercedes auch eindeutig sichtbar gegenüber des Porsche. Und somit Mark Schintz auch eher wieder zurück auf seiner angestammten Position. Und ja, Grantas Karezkas, der geht nicht in die Box. Wäre jetzt eigentlich vielleicht der ideale Zeitpunkt gewesen. Aber gut, von außen kann man das immer sehr leicht sagen. Und Marek Schintz, der will sich da ganz sicher auch den nächsten schnappen. Während Marcel Tamo und Konstantin Soldatov hier in die Box gehen. Ja, wirklich wunderbar zu sehen, aber bitter natürlich für Karezkas, der da zwei Positionen innerhalb kürzester Zeit verloren hat. Vielleicht haben wir dann später auch noch das Replay zur Hand, um uns das Ganze anzusehen, wie es hier zur Sache gegangen ist. Währenddessen Steinbrenner ja, auch zu kämpfen hat, Niklas Huben weiterhin knapp dran. Weiter hinten, ja, tut sich nicht allzu viel. Bleiben wir mal hier drauf bei diesem Duell. Den war ein guter, den finde ich immer wieder geil. Ein cooles GIF. So, jetzt ist Niklas hier ganz, ganz knapp dran. Reicht hier vielleicht für die Attacke gegen Nils Steinbrenner? Ja, ja, das geht sich locker aus. Ich weiß nicht, ob nicht Nils da vielleicht sogar ein bisschen vom Gas gegangen ist. So viel Top-Speed-Überschuss, glaube ich, hat der Mercedes an und für sich nicht. Aber auf jeden Fall Niklas Huben jetzt vorbeigegangen, auf Position 4 unterwegs. Und Nils Steinbrenner auf der 5 und muss auch aufpassen. Chet Hutchinson 0,2 Sekunden, nur sein Abstand hier auf Nils Steinbrenner. Und der setzt hier möglicherweise auch gleich die Attacke hin Richtung Kurve 1. Innen. Ja, schwieriges Überholmanöver. Kommt hier vorbei, aber da bei so wenig Überlappung noch vorbeizugehen, ist eine harte Sache. Und da ist es auch gerade wieder mal ziemlich hart geworden zwischen George Boothby, Mark Schintz und Grantas Karezkas. Kollisionsanzeige wird mir hier auch angezeigt, deshalb sofort hier das Replay. Ah ja, Mark Schintz hat es außen herum durch Kurve 1 probiert, dann hier der Kontakt. Aber es wird sich trotzdem nicht viel, aber gerade genug Platz gelassen, um hier noch halbwegs gut durchzukommen. Natürlich hilft das Grantas Karezkas, der aufholen kann und ganz knapp hier weiterhin dran ist. Also die drei, die kämpfen hier wirklich richtig, richtig geil. Ups, etwas zu spät gedrückt. Da, so, haben wir wieder das Live-Bild. Also was uns die hier heute zeigen, richtig, richtig stark hier im Kampf um den Sieg. Grantas Karezkas, ja, habe ich so das Gefühl, kann hier nicht mehr ganz das Tempo mitgehen. Wie gesagt, da kommt ihm vielleicht, oh, jetzt bremst er aber ganz spät rein. Marek Schintz ist ein bisschen früh vielleicht auf der Bremse gewesen. Also ein Undercut macht vielleicht Sinn und Marek Schintz ist der, der den Undercut aufmacht. Das wird jetzt interessant. Jetzt ist die Frage, was von
George Boothby und Kratos Karezkas für Zeiten in dieser möglicherweise In-Lab. Und was holt Marek Schintz hier aus der Box raus und vor allem eben in der Outlap, was kann er da gut machen? Ich bin mir ziemlich sicher, George Boothby und Kratos Karezkas, die werden sofort reagieren und jetzt in dieser Runde in die Box kommen. Ja, das wird jetzt eine interessante Sache. Weiter hinten geht's auch zur Sache. Da waren schon sehr, sehr viele in der Box. Adam Walsingham, knapp dran, Konstantin Soldatov und davor haben wir noch Mathis Leithau auf Rang 17 unterwegs. Frage ist auch, schauen wir mal kurz. Marek Schintz. Wo kommt der wieder raus? Noch nirgends. Das dauert noch etwas. Schauen wir wieder zurück hin zu diesem Duell. Wäre natürlich gut, wenn er da vor denen rauskommt. Ansonsten, wenn er da mittendrin ist. In diesem Dreikampf ist es natürlich kein Duell. Dann schaut das für ihn nicht ganz so gut aus, aber das passt soweit. Er kommt da wirklich freifahrend raus. Perfekt. Und somit zählt jetzt. Outlap muss passen. Die muss jetzt sitzen. Dann hat er vielleicht die Chance, an George Boothby vorbeizugehen, der jetzt natürlich auch noch einmal alles in dieser eine Runde setzt. Da haben wir schon. Geht schon hin in Richtung 130 Jahre. Und alles andere als ein Boxenstopp würde mich jetzt doch schon ziemlich wundern, währenddessen wir auch eine Drive-Thru haben. Die Nummer 28 hat einmal durch die Box fahren müssen. Ja, und so ist es. Natürlich geht George Boothby in die Box, dicht gefolgt von Kratos Karezkas. Hui. Beide natürlich so spät wie nur möglich gebremst. Und wo haben wir Marek Schintz? Der fährt hier gerade durch die Herpin. Da haben wir Lukas Schneckenburger gegen Noah Eder. Oh, was ist denn hier los? Da geht's ja richtig zur Sache. Zu zweit geht's hier. Ja, in der Dreierreihe eigentlich. Nebeneinander durch die Herpin durch. Jetzt haben sie sich wieder eingeordnet. Wahnsinn. Aber alles gut gegangen. Und jetzt müssen wir mal hinschauen. Zu Marek Schintz. Der fährt jetzt rein in die Casio-Triangel. Mal rein in die Helicam. George Boothby, ah, der setzt sich wieder in Bewegung und Marek Schintz wird hier deutlich nicht vorbeikommen. Wo haben wir Kratos Karezkas? Der bleibt ganz knapp vor Marek Schintz. Oh, das wird Marek natürlich nicht schmecken. Oh, der hat hier doch einiges an Zeit eingebüßt in dieser, bei diesem Boxenstopp und in dieser Outlap. Ach so. Ja, das sehe ich eigentlich nicht viel Unterschied. Also die reine Boxenzeit war okay. Aber ansonsten hat er sich da vielleicht etwas mehr Luft gelassen. Auf jeden Fall jetzt Boxenstopp bereinigt. Nur mehr auf der dritten Position, Marek Schintz. Ich hätte gesagt, wir schauen da wieder ein bisschen weiter nach hinten zu dieser Kampftruppe. Alle waren hier schon in der Box. Also hier geht's um die Positionen. Da wird nicht mehr in der Box irgendwas strategisch ausgemacht. Das Ganze, das muss hier auf der Strecke ausgefahren werden. Und ja, da geht's bis nach hinten zu Samir Foch. Der hat da schon einige Positionen verloren. Auf der 20 ist er gestartet, jetzt zurückgefallen auf 26. Aber gut, da ist noch einiges an Zeit drinnen. Wir haben hier noch 27 Minuten zu gehen. Und da ist gerade Marek Schintz an Kratos Karezkas vorbeigegangen. Und wo genau das passiert ist, weiß ich nicht, aber schauen wir einfach mal ins Replay rein, ob wir das drauf haben. Ja, da ist er noch vorne. Also ich glaube,
Das passt soweit, Marek Schinz. Nein, da ist er noch nicht vorbei. Richtung Sprungkurve vielleicht. Die Attacke. Naja, da hat er den Topspeed-Überschuss des Mercedes ausnutzen können. Auch noch aus dem Windschatten raus und rein in die Sprungkurve, wo man gar nicht so oft überholt. Hat es aber trotzdem geschafft und damit Gantas Karezkas nach vorne gekommen. Marc Schinz natürlich, Blödsinn, Gantas Karezkas zurückgefallen. Auf jetzt einmal die vierte Position. Aber wir haben einen, der war noch nicht an der Box. Und das ist dieser Herr da, Sascha Wasner, der somit seinen ersten Führungskilometer abspult. Führungsrunde wird's ja keine werden, denn da wird George Boothby wahrscheinlich schon wieder vorher über die Ziellinie gehen, wobei ich nicht weiß, wie es in der vorigen Runde war, aber da wird er wahrscheinlich auch noch nicht Erster gewesen sein. So, weiter nach hinten. Geht's hier um die Uhr. Robin Schäfer wird hier vom Markenkollegen attackiert, von Noah Eder. Und jetzt hier rein, auch in die Sprungkurve. Eigentlich, wie ich meinte, nicht unbedingt der Standard-Überholspot, aber irgendwie hier in der Pro Series offenbar schon. Und jetzt muss Robin Schäfer hier auch noch gegen Mattia De Campo kämpfen, der jetzt hier im Ferrari das schnellere Fabrikat hat. Und oh, da wird angeschoben. Ein bisschen Bump-Drafting hier von Teemu Karppinen, der auch noch an Robin Schäfer vorbeigeht und auch Axel Ramoni. Eieiei. Und Angel Inostrosa ebenso an Robin Schäfer vorbeigegangen. Ich glaube, wir müssen das im Replay noch einmal auflösen, was hier passiert ist. Da sehen wir gleich einmal das Bump Drafting. Da passiert es gleich. Bumm. Ui, das war gefährlich. Und da gehen sie beide an Robin Schäfer vorbei. Und dann eben auch noch der kleine Fehler. Und da gehen sie einer nach dem anderen durch. Ja, bitter. So schnell kann es gehen, so schnell geht es nach hinten. Von 21 zurück auf die 24. Position. So, und Mattia De Campo, der will hier gleich weiter nach vorne, will sich hier nur Eder schnappen. Es gibt jetzt auch hier auch noch eine 10 Sekunden Zeitstrafe für die Nummer 7, für Robin Schäfer. Der hat da offenbar ein bisschen zu stark irgendwo zugezogen und hat somit eine Kollision zu verantworten. Oh, ja, 10 Sekunden, das ist wirklich bitter. Da geht's nach hinten bis zu Position 29 derzeit. Ja, Mike Hammer, genau so ist es. Also, ja, 10 Sekunden, wie gesagt, da geht's bis auf die 29 nach hinten. Aidan natürlich, Aidan Walsingham, hier auf, ja, nicht ganz so fahrbaren Terrain unterwegs. Aber trotzdem, alles noch gut gegangen, ein bisschen Zeit hat er da ziemlich sicher verloren, aber nicht weiter schlimm. Aber Mathis Letao... Ja, Alter, ja. Ja, da kommt das Österreichische zurück. So, Teemu Karppinen hier gegen Axel Ramoni. Im Kampf um Position 21. Axel da schon knapp dran. Haben wir Speedstop gemacht?
Ha. Danke für die Info, ja? Wirklich wahr? Vorgekommen auf Rang 5, Marcel Tamo. Stark, stark, stark. Ja, und das Top, der war wirklich nicht so langsam. Wenn hier zum Beispiel ein Mark Schinz 33 Sekunden gebraucht hat, hat Marcel Tamo gerade mal 31 Sekunden gebraucht. Also war das schon ein bisschen schneller. Ja, die Abstände ist so gering, dass da ein Speedboxenstopp schon was bringt. Und somit, ja, ist er da in den Top 5 gelandet. Aber er muss aufpassen. Niklas Hoben, der will hier wieder nach vorne. Er ist hier nicht mit seiner... Auf der sechsten Position ist er jetzt. Und es gab wohl hier einen gröberen Crash. Werden wir dann wahrscheinlich im Replay gleich einmal sehen. Konstantin Soldatov knapp dran, aber noch ohne Attacke hier rein Richtung Position 11. Mathis Leitau haben wir hier. Aber noch kommt er hier nicht vorbei. Samuel Foch auch ganz knapp dran an Markus Makasing. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bas Schäfer hat es hier erwischt. Und deshalb schauen wir gleich mal hier rein ins Replay, was da genau passiert ist. Da ist er knapp dran. Da gab es leider den Kontakt mit Noah Eder und der Nummer 16. Und da auch wieder zu weit. Aber alles noch halbwegs gut gegangen hier. Ah, da wollte Robin Schäfer wieder vorbei, findet hier aber keinen Weg. Und dann, da hat er leider abgeschossen. Eieiei. Ja, das möglicherweise hier der Grund für die Strafe, für die 10 Sekunden Strafe von Robin Schäfer. Und deshalb waren sie da auch so knapp beisammen, da zu zweit. Geht's hier durch die Kurven durch, Wahnsinn. Da auch nochmal kurzer Kontakt mit Noah Eder. Aber auch noch alles eigentlich ganz gut gegangen. Und ja, da sehen wir es nochmal. Wahnsinn, hier hinter uns im Hintergrund zu sehen. Gut, zurück geht's. Ins Live-Bild und da haben wir Sami Foch noch immer knapp hinter Markus Makasing. Robin Schäfer auf 24, der eben gerade die Strafe bekommen hat. Und ja, Huben hat sich an. wo haben wir denn da? An Tamo vorbeigejietet, schreibt Delta. War auch so zu erwarten, ja. Niklas Huben da doch der etwas schnellere Fahrer, aber ja, trotzdem noch immer starke Position hier. Für Marcel Tamo. Vielleicht sehen wir auch dieses Überholmanöver im Replay noch einmal. Aber währenddessen schauen wir auch nach vorne zu Marek Schinz. Hier ist er schon ganz knapp dran jetzt an George Boothby. Also der will es hier heute wirklich wissen. Der will sich hier eindeutig noch den Sieg holen. Sekunden jetzt, aber wieder der Abstand. Bisschen was hat er verloren durch die Schikane durch. Schauen wir hier mal rein in die Helmansicht.
Der ist schnell unterwegs, auf der Geraden, aus der Rum, wird's wohl schwer gehen. Und Niklas Huben mit der schnellsten Rennrunde, währenddessen Marek Schinz da ordentlich mit Übersteuern zu kämpfen hat. Halbe Sekunde jetzt zwischen den beiden. Ja, man merkt schon, George Buchby ist da in den Kurven. Der etwas schnellere hatte das bessere Setup in den Kurven, aber auf den Geraden, da ist der Mercedes eiskalt. Und wenn er da mal vorbeigeht, dann wird es vor allem schwierig, den Konter zu setzen, weil der Mercedes ebenso topspeed stark ist. Und Nils Steinbrenner hier auch jetzt hier rangekommen an Marcel Tamo. BMW-Duell hier zwischen GT Sports und Low Fuel Motorsport. Na, Martel, so würde ich das nicht sagen. Marek Schinz hatte schon einen fast 2 Sekunden Abstand zu George Boothby. Den hat er sehr, sehr gut zufahren können. Und ist jetzt eben dran an George. Also ich glaube, dass Marek Schinz da rundenzeitentechnisch auch der Schnellere ist. Und jetzt ist er hier wieder knapp dran. Vielleicht die nächste Attacke, die er hier fährt. In Richtung George Boothby, in Richtung Kurve 1, Kurve im Ausgang. Ja, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack verliert er da immer. Ja, George Boothby wird hier wieder innen abdecken müssen. Ja, jawohl, so macht es auch. Lässt ihm da auch wenig Platz und außen herum versucht das zumindest. Ist noch immer hier außen, müsste sich durchsetzen, auch durch die zweite Kurve, aber zweimal außen herum geht's hier doch nicht. Und Marek Schinz bleibt hier dahinter. Kleiner Kontakt war da offenbar auch dabei. Jetzt in den Kurven heißt es einfach dran bleiben und kann das Gerätsgas. Der ist auch knapp dran. Also viel dürfen sich die beiden nicht erlauben. Sonst wird hier Kantas Kretzkas auch noch ein Wörtchen mitreden. So, ab hier im Prinzip. Da heißt es jetzt nah rankommen. Da sind jetzt die Streckenabschnitte für Marek Schinz, für den Mercedes. Da heißt es jetzt rankommen. Hier durch die 200R und dann vor allem in Richtung 130R. Da ist die Chance auch nochmal groß, hier den Abstand zu verringern. Dann eben für einen weiteren Angriff in Kurve 1 rein. Naja, und da sehen wir schon, er kommt näher und näher ran. Leichte Probleme hier bei Marek Schinz. Uiuiuiui. Da hätte er sich fast einmal vertan. Ganz, ganz knapp, aber gut. Da muss man einfach spät bremsen. Aber das war fast zu viel des Guten. Alles aber noch gut gegangen. Und somit aber natürlich keine Chance hier für Marek Schinz, ein Überholmanöver zu setzen. Wie schaut's weiter hinten aus? Niklas Huben, er will zumindest sich hier noch die vierte Position schnappen. 13 Minuten vor Schluss. Aber auch er kommt hier an. Cheat Hutchinson vorläufig noch nicht vorbei. Wie schaut's weiter hinten aus? Pascal Gehrig hier gegen Erik Konrad. Eieiei. Und Pascal, der verbremst sich da doch etwas zu sehr. Und geht jetzt hier vielleicht wieder an Erik Konrad vorbei. Aus dem Windschatten raus. Ah, nein. Reicht's hier für den Ferrari-Piloten aus der Schweiz leider nicht. Gehen wir mal wieder hier zum Duell um Position Nummer 4 und 5.
Ja, gezählt habe ich nicht, wie oft sie sich berührt haben, aber ja, kann schon sein, dass es hier ziemlich hart zur Sache geht. Aber gut, dann geht es ja um den Sieg. Und was Unfaires hätte ich jetzt bisher von niemandem da vorne noch gesehen eigentlich. Also sollte soweit passen. So, nicht so knapp dran hier jetzt an Sheet Hutchinson. Wie schaut speedtechnisch aus? Ja, da schenken sich die beiden, glaube ich, nicht allzu viel. Ups, das ist der falsche. Da haben wir keinen hinter Nickers Huben. Da ist der Abstand groß, 3 Sekunden sind's. Da, da geht's aber schön aggressiv für Nickers Huben über die Curbs. Hat die gut mitgenommen. Abstand weiterhin gering. Jetzt bin ich gespannt. Naja, und da saugt er sich schon ran. Nickers Huben hier mit dem Mercedes. Sheet Hutchinson, der deckt ihnen ab. Nickers Huben muss außen herum gehen. Wird sich wohl nicht ausgehen, oder? Probiert das trotzdem. Nein, oh, und da erwischt der Sheet Hutchinson, aber stellt ihn noch gerade. Ja, da war ein bisschen Glück dabei. Vor allem für Sheet Hutchinson, der hätte so gut wie gar nichts dafür können. Aber Nickers Huben, fair wie er ist, stellt ihn da wieder gerade, auch wenn ich glaube, das nicht ganz beabsichtigt war, aber ja, somit entgeht er da wahrscheinlich noch einer Strafe. Aber somit auch Marcel Tamo und Nils Steinbrenner. Knapp dran auch Marco Bischoff. Der ist hier nur 2 Sekunden dahinter. Ganz ran scheint er hier aber nicht zu kommen. Wie schaut es weiter hinten aus? Ja, hier zum Beispiel schöner Dreikampf mit Timo Karpinen, Axel Ramonet und Angel Inostrosa. Und ja, die Rennleitung schnell wie sie ist. Ich schreibe doch schon, no further action hier. In diesem Zweikampf zwischen Sheet Hutchinson und Nickers Huben. Ja, da hat Nickers Huben Glück gehabt. Wenn es da zum Dreher gekommen wäre für Sheet Hutchinson, dann hätte es da die Strafe geregnet. Das bin ich mir ziemlich sicher. Aber für Sheet Hutchinson natürlich auch nochmal Glück. Weil wäre es zum Dreher gekommen, hätte er auch natürlich viele, viele Plätze da eingebüßt. Die Abstände da sehr, sehr gering. Da wäre es zumindest bis zur Position 10 zurückgefallen. Apropos 10, wen haben wir denn da? Sascha Wasner in den Top 10 unterwegs. Also auch er hat sich da ganz gut nach vorne kämpfen können. Und die Top 10, die sind da alles andere als weit entfernt. Also ich glaube nicht, dass der Matthijs Letao in diesen letzten 9 Minuten noch so nah rankommt, dass er da Sascha Wasner irgendwie in Bedrängnis bringen könnte. Also das läuft hier alles hier für den Low-Fuel Motorsport-Piloten und dann hätten wir sogar 2 Fahrer von Low-Fuel Motorsport innerhalb der Top 10. Nicht Steinbrenner, ja. Er kommt einfach nicht an Marcel Tamo vorbei. Hilft nichts. Da muss er sich noch gedulden und auf möglicherweise einen Fehler warten. Und ja, Galdio schreibt das auch gerade und auch in mein Ohr wurde es geflüstert. Grantas Karezkas mit einer Durchfahrtsstrafe. Eieieiei. Das ist bitter. Das ist ganz, 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 ganz bitter. Da geht's weit nach hinten und das ist natürlich auch alles andere als ideal für die Meisterschaft. Also natürlich kann er aufholen auf Miklera, des. Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Der verliert natürlich mehr Plätze. Miklera auf Position 15.
Und Marek Schintz, hier mit der nächsten Attacke gegen George Booth Beyoncé herum, probiert es hier wieder gegen den Ferrari-Piloten, aber dürfte sich da auch hinten anstellen müssen. Uiuiui, zu zweit weiterhin hier. Aber ja, jetzt ist George Boothby durch. Hier außen herum, nein, keine Chance. Keine Chance hier. Und Marek Schintz bleibt dabei dahinter. Und Tinko van der Velde hat sich hier gegen Marco Bischoff durchgesetzt. Gehen wir mal hier rein ins Replay. Schauen uns an, wie er das vollbracht hat hier. Wohl ein kleiner Fehler bei Marco mit dabei gewesen. Oh ja, Quersteher. Und da nochmal nicht ganz so gut rausgekommen. Und damit Tinko van der Velde die Tür offen gelassen. Der nutzt das sofort aus und geht nach vorne auf Position Nummer 8. Wie ist denn der Stand in der Meisterschaft bei den ersten drei, so wie sie auch ins Ziel gekommen sind im ersten Rennen? Ups. Also Karetskas vor Mikler und Niklas Hoben. Und das schaut sehr, sehr gut aus für Niklas, dass der vielleicht hier die Führung übernehmen könnte. Und auch Marcel Tamo wird einen Sprung nach vorne machen, das ist einmal fix. Also möglicherweise die beiden dann die Führenden der Meisterschaft. Schauen wir mal. So, wir schauen wieder hin zu Marek Schintz. Da wird es nämlich wahrscheinlich wieder sehr, sehr interessant werden und ja, wenig aggressiv wird das Ganze nicht vonstatten gehen. Aber da der Abstand doch auch wieder ein bisschen größer und die Steinbrenner jetzt mit der Attacke gegen Marcel Tamo und da kann er sich durchsetzen. Ist jetzt auf Position 6 nach vorne gekommen. Angriff 4 gibt es keinen, deshalb das Replay hin zu Nils Steinbrenner. Ups, damals. Was er da gemacht hat, da war noch hinter Marcel Tamo, vielleicht kleiner Fehler von Marcel. Eigentlich, aber einfach nicht mit so viel Speed durchgekommen und spät auf der Bremse. Nils Steinbrenner außen herum durch die Casio Triangle geht er hier vorbei. Stark gemacht von Nils Steinbrenner. Hut ab. Dann Marcel Tamo auch mitgespielt, hat ihm da auch den Platz gelassen, aber stark. Stark hier von Nils. Und somit auf Position 6. Nach vorne gekommen, Sascha Wasner. Hier auch knapp dran. An Marco Bischoff, der dürfte hier zum Schluss des Rennens doch ein paar Schwierigkeiten mit den Reifen haben, so habe ich das Gefühl. Kann hier die Pace nicht mehr ganz mitgehen. Und Martel, freut mich natürlich, dass es dir gefällt. Aber hier am Kanal gibt es sowieso sehr, sehr viel Renn-Action, bevor es hier nochmal richtig zur Sache geht. Kurze Info, wie es weitergeht. Morgen dann der Livestream aus Paul Ricard, 24-Stunden-Rennen und da aus dem Windschatten raus kommt Sascha Wasner, halleluja, gegen Marco Bischoff, der hier weit geschickt wird. Auch hier schauen wir nochmal ins Replay rein, was denn hier genau passiert ist. Aber ich glaube, ja, Marco Bischoff hat da möglicherweise ein bisschen zu früh eingelenkt. Schauen wir da mal rein, am besten in die Helicam. Der hat gebrauchte Reifen. Ja. Kein Wunder, dass er dann so zu strugglen hat. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, ein bisschen zu früh hat Marco Bischoff da für meinen Geschmack reingezogen, also da der Fehler, würde ich so sehen, nicht bei Sascha. So, und Niklas Hoben, der kommt an Sheet Hutchinson einfach nicht vorbei, gerade das Crackers nach der Durchfahrtsstrafe, jetzt auf Position 16 zurückgefallen. Ja, ganz ist sich's für André Mikler nicht ausgegangen. Und somit geht's hier in diesem Duell um die dritte Position. Niklas Hoben
gegen Cheat Hutchinson. Und Niklas Hoben war ja schon im ersten Rennen auf dem Stockerl. Könnte jetzt der Einzige sein, der in beiden Rennen aufs Stockerl, aufs Podium kommt. Noch muss er aber erst einmal einen Weg vorbeifinden hier an Niklas Hoben. Schauen wir kurz mal rein. Ja, nächste Runde wird die letzte Runde werden. Also eigentlich nur noch eine wirkliche Chance für Marek Schinz und die bietet sich jetzt hier offenbar nicht. Denn der Abstand, der ist einfach zu groß. Eine Sekunde. Jetzt macht sich da der frühe Boxenstopp vielleicht bemerkbar. Und die Reifen wollen nicht mehr ganz so sehr. Aber jetzt schaut einmal alles für George Boothby aus. Und hier Niklas Hoben vielleicht mit der letzten Attacke noch gegen Cheat Hutchinson. Aus dem Windschatten raus, außen herum. Bleibt er hier über. Nächste Chance innen rein. Nein, geht hier auch nicht. Geht hier auch nicht. Und damit, ja, gibt es nicht mehr allzu viele Möglichkeiten hier für Niklas Hoben vorbeizugehen. Währenddessen Grantas Karezkas zumindest eine Position gut machen kann. Jetzt die 15, aber Lukas Schneckenburger probiert ja noch einmal die Attacke außen herum. Und Quersteher von Grantas Karezkas. Eieiei. Und da kann sich aber Lukas Schneckenburger durchsetzen. Das hat sich Grantas Karezkas selbst zuzuschreiben. Eieiei, der hat ordentlich zu kämpfen hier mit den gebrauchten Reifen jetzt. So, was macht Niklas Hoben? Nächste Chance wäre hier gewesen, aber auch hier der Abstand zu groß. Eine, maximal zwei Möglichkeiten bieten sich ihm jetzt noch. Eine hier in Richtung Sprungkurve, die kann er aber nicht verwerten. Da ist er zu weit weg und Marcel Tamo gegen Tinko van der Velde. Da ist er auch nochmal eng geworden, aber alles gut gegangen. Deshalb nochmal der Blick hin zu Niklas Hoben. Es ist die letzte Möglichkeit hier aus der 130er raus in Richtung Casio Triangle. Letzte Möglichkeit hier zu überholen, Marek Schinz, der, ja, kann hier nicht mehr folgen. Deshalb jetzt vielleicht noch die Attacke, die wir zu sehen bekommen hier von Niklas Hoben. Probier das hier in Richtung Casio Triangle noch einmal. Nein, bleib dahinter. Und somit wird es das gewesen sein. Wir schauen nach vorne zu George Boothby. Von Position 1 aus ist er ins Rennen gestartet. Eine Zeit lang war er dann auf Position 2. Und jetzt holt er sich hier den Sieg. Gratulation hier zur Pro Series, zum Pro Series Sieg hier in Suzuka. Marek Schinz wird Zweiter. Cheat Hutchinson holt sich hier die dritte Position. Niklas Hoben wird Vierter. Hart gekämpft, aber knapp ist sich's nicht ausgegangen. Ist Steinbrenner 5. Marcel Tamo 6. Knapp kann er sich hier auch noch vor Tinko van der Velde durchsetzen. Da war es auch nochmal ziemlich knapp zwischen Latau, Soldatov und Walsingham. Oder Matej de Campo vielleicht noch mit dem Angriff. 4:3 nebeneinander gehen sie über die Ziellinie. Aber Noaida bleibt auf der 20. Matej de Campo 21 und Markus Markasing. Uiuiui, was ist denn hier los? Auf Position 22. Rest des Feldes kommt auch ziemlich schnell ins Ziel. Jan Drexler auf der 32. Position über die Ziellinie. Und der letzte, der uns dann noch fehlt, das ist Shaw Tempest. Hier auf Position 34 mit der Nummer 22. Geht er jetzt auch gleich einmal über die Ziellinie. Also Wahnsinn auch, wie knapp das nach einer Stunde Rennzeit dieses ganze Feld noch beisammen ist. Und da geht es über die Ziellinie und damit ist das Rennen vorbei. Da haben wir auch nochmal die Strafen eingeblendet von der Race Control. Und ja, 60 Minuten können so schnell vergehen. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis wir uns die Resultate anschauen können. Deshalb hätte ich gesagt, schalten wir kurz einmal ins Studio rein und dann gehen wir rein in die Resultate.
So, und da sind wir auch schon. Was für ein Rennen war das schon wieder hier, der Pro Series. Wahnsinn. Mattel schreibt gerade, Booth B sieht völlig fertig aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Selbst ich, naja, man sieht es nicht ganz so sehr, aber ja, hab da schon fast geschwitzt. Kann auch noch an den Temperaturen hier liegen. Wie kann man? Sehe ich leider nicht. Aber egal. Ja, war auf jeden Fall wieder ein richtig, richtig geiles Rennen. So wie wir es sehen wollen. Eigentlich ziemlich fair, wenig Strafen, die hier ausgesprochen wurde. Ein bisschen Lackaustausch war natürlich immer wieder mal mit dabei, aber gut, das gehört ganz einfach mit dazu. Ja. Bevor wir zu den Resultaten kommen und uns da ja die ganze Liste nochmal kurz zu Gemüte führen, nochmal kurze Info. Hier am Kanal geht's morgen weiter mit dem Qualifying. Gegen 19.45 Uhr müsste das starten, 20 Uhr sowas, wenn mich nicht alles täuscht. Und Qualifying natürlich, gehört auch dazu gesagt, zu den 24 Stunden von Paul Ricard, der VEM. Die 24 Stunden, die stehen nämlich am Samstag am Programm. Da gibt es natürlich auch wieder hier am Kanal die ganzen 24 Stunden zu sehen. Ab, ja, so 12.30 schätze ich, wird das Stream laufen. Wir werden uns da abwechseln. Chris, Zappi und ich werden das Ganze übernehmen. Ich nur am Samstag, Sonntag. Oder Samstag bin ich arbeiten, aber Nachmittag habe ich Zeit, Sonntag. Dann bin ich natürlich auch arbeiten. Da werde ich dann um 17 Uhr das Endurance-Rennen streamen. Also da geht es fast durchgehend für, weiß ich nicht, wie viele Stunden werden das sein? 40? Nein, 40 werden es nicht sein. 30 Stunden durch, fast durchgehend Renn-Action hier am Low-Fuel-Motorsport-Twitch-Kanal. Also einschalten, ganz, ganz wichtig. Und ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal rein in die Resultate. Ich denke, die sollten langsam aber sicher schon da sein. Jawohl, da sind sie auch schon, werden uns schon angezeigt. Josh Boothby eben mit dem Sieg, 7 Zehntel vor Mark Schintz, 7 Sekunden vor Cheat Hutchinson und Niklas Huben. Ja, da sehen wir es. Keine Zehntelsekunde hinter Cheat. Also das war richtig, richtig knapp noch zwischen den beiden. Und ja, hier haben wir noch die Positionen 16 bis 30 mit eingeblendet hier in Split Nummer 1. Bester Porsche auf P9, ja, Pilokin. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ganz interessant wird es sein dann nächste Woche. Am 19. kommt das Update raus. Also da werden wir am 20. in der Pro Series schon ja die veränderten Verhältnisse der verschiedenen Fabrikate zu sehen bekommen. Könnte eine sehr interessante Geschichte werden. Vor allem deshalb, weil die Fahrzeuge ja nicht gewechselt werden. Werden alle weiterhin mit dem jeweiligen Fabrikat unterwegs sein. Und ja, schauen wir mal, was dieses Update so bringt. Valencia soll ja neu dazukommen als Strecke. Ist auch schon im Low-Fuel-Motorsport-Kalender hinzugefügt worden. Gibt es dann ab Woche 4, glaube ich. Ab Woche 3 logischerweise nicht, aber ich glaube schon in der vierten Woche wird Valencia neu dazukommen. Und ja, viel mehr gibt es da von meiner Seite damit auch nicht mehr zu sagen. Außer, dass es mir ein richtiges Fest war, auch heute hier wieder die Pro Series kommentieren zu dürfen. Hat richtig Spaß gemacht heute. Und ich schaue gerade, Chris ist nicht online, sehe ich gerade. Ja, dann schauen wir zu Krodonas, hätte ich gesagt. Zu Sascha, der macht noch ein bisschen eine Analyse des Rennens. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann auf diesem Kanal bis spätestens morgen. Bis dahin, macht es gut. Und see you soon. Baba, ciao.